Leute, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Serienempfehlungsfolge von Jaco Busch. Ich weiß, die letzte ist schon ultra lange her, aber ich sag euch ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe so viel Scheiße in letzter Zeit geguckt. Und dann habe ich aber letztens in meine Liste geguckt. Ich führe mal so eine Liste auf meinem Handy und habe gesehen, Alter, da sind schon ultra viele Sachen drin. Und würde sagen, wir steigen direkt ein mit der ersten Serie. Die erste Serie, die ich vorstellen möchte, ist Freaks and Geeks. Oder im Deutschen heißt sie auch voll daneben. Nee, wie heißt sie? Voll daneben, voll im Leben. Und zwar geht es in dieser Serie um Lindsay. Ja, Lindsay ist 16 Jahre alt und ist eine totale Streberin. Lindsay möchte aber keine Streberin mehr sein, sondern möchte eigentlich zu den coolen Kids gehören. Und kommt dann quasi auch in den Freundeskreis der Freaks. Die typischen Schulschwänzer, Kiffer und so weiter, also die Hänger der Schule. Und hat dann auch im Laufe der Serie immer ihre christliche Freundin Millie, die sie eigentlich wieder zurückholen will. Auf den Boden der Streber-Tatsachen. Aber Lindsay ist lost. Lost in the coolness. Die Serie ist schon älter. Also sie wurde 1999, glaube ich, gedreht. Spielt aber quasi in den 80er Jahren. Und es gibt auch nur eine einzige Staffel. Die Serie wurde damals nämlich nach einer Staffel abgesetzt und ist dann quasi Jahre später, also heutzutage, zu einer Art Kultserie geworden, weil halt auch voll viele berühmte Schauspieler mitspielen. Also James Franco spielt mit, Seth Rogen spielt mit und Jason Segel spielt mit. Also ihr werdet unfassbar viele bekannte Gesichter sehen in ihren jungen Jahren. So jeder, der so auf Teenie-Serien steht und auch so gern diese 90er-Teenie-Serien und Filme guckt, für den ist das auf jeden Fall was. Kommen wir zur nächsten Serie und das ist Stranger Things. Die war sehr, sehr, sehr groß angepriesen auf Netflix und ich denke, dass viele sie auch schon gesehen haben. Aber ich muss sie einfach hier mit reinnehmen, weil ich sie so geil fand. Es gibt auch erst eine Staffel, die zweite kommt jetzt irgendwann raus. Und zwar ist es eine Science-Fiction-Serie. Eine Science-Fiction-Serie, die ich weiß gar nicht wann spielt. Ich würde jetzt auch so schätzen in den 80ern. Ich liebe ja Filme und Serien, wo es noch kein Social Media gibt. Es geht mir ja manchmal richtig auf den Sack. Stranger Things spielt in einem US-amerikanischen Dorf und dreht sich um einen Freundeskreis von kleinen Jungs. Die sind so 12 Jahre oder so und eines Abends, nachdem der eine vom gemeinsamen Spielen nach Hause fährt mit dem Fahrrad, verschwindet er. Ja, die Jungs, der Rest des Freundeskreises, beginnt sich auf die Suche nach Will und versucht ihn zu finden und stoßen dabei im Wald auf ein Mädchen mit kurzgeschorenen Haaren, die nicht spricht und dann stellt sich heraus, dass sie paranormale Fähigkeiten hat. Also zum einen ist sie super spannend, obwohl die Serie gerade erst produziert wurde, ist sie in dieser Vintage-Optik gemacht, dass du das Gefühl hast, du guckst so einen Film von früher aus deiner Kindheit, wenn du denn so alt bist wie Jaco Busch. Ich weiß nicht, auch das Intro ist so, das ist so 90s irgendwie, dass ich so richtig Glücksgefühle gekriegt habe, als ich das geguckt habe, weil ich das Gefühl habe, ich gucke gerade E.T. Mich hat das auf jeden Fall total glücklich gemacht und deswegen wollte ich euch das vorschlagen, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Kommen wir zu einer Serie der etwas anderen Art und zwar die Serie Wishlist. Also die absoluten YouTube-Cracks unter euch haben die hundertprozentig gesehen. Wishlist ist produziert worden hier für YouTube. Es ist momentan, gibt es glaube ich 8 Folgen, a 15 bis 20 Minuten. Also diese ganze Serie dreht sich um eine App, die Wishlist heißt. Und Wishlist ist eine App, die Wünsche erfüllt. Also beispielsweise, ich wünsche mir in dieser App neue rote Turnschuhe. Dann wird diese App dafür sorgen, dass ich diese Turnschuhe bekomme. Aber dafür habe ich eine Aufgabe, die ich tun muss. Und diese Aufgabe erfüllt wieder den Wunsch von jemand anderem. Das Prinzip ist ganz easy. Welchen Wunsch darf ich dir erfüllen, Mira? Für eine kleine Aufgabe kann auch dein Wunsch schon bald Realität werden. Ich wünsche mir, zur Schule gefahren zu werden. Die Storyline ist so cool und so spannend, dass ich wirklich 2 Tage durchgehend hier saß und in jeder Pause, die ich kriegen konnte, diese Playlist weiter durchgesuchtet habe, weil ich es so, so cool fand. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es dem Großteil von euch wirklich richtig, richtig gut gefallen würde. Und deswegen wollte ich sie euch vorstellen. Kommen wir zur nächsten Serie und das ist Sense8. Sense8 hat mich so krass gekriegt. Alter Falter, es ist so, ich bin ja immer so ein krasser Fan von so krassen Ideen, wisst ihr? So
ganz viel Geld haben und in gute Technik stecken. Das kann am Ende jeder mit Geld, aber so eine kreative Grundidee, so ein Grundkonzept für so eine Serie kriegen, das kann halt nicht jeder. Es handelt sich um 8 Menschen in 8 verschiedenen Ländern, die emotional und mental miteinander verbunden sind durch einen 8. Sinn. Und sie können sich besuchen, sie können ihre Fähigkeiten austauschen. Beispielsweise, ich wäre jetzt einer dieser 8 Menschen und ich werde nachts auf der Straße überfallen. Dann bekommen die anderen das durch den 8. Sinn mit, können quasi durch mich handeln. Du musst seltsame Dinge erleben. Und spüren. Freude und Schmerz und Lust. Und das ohne Grund. Du hast 7 weitere Ichs. Ein unfassbar geiles Konzept. Es ist super spannend. Es hat absolutes Suchtpotenzial. Es ist super kreativ und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Kommen wir zu einer etwas älteren Serie. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich war total abgefuckt im Winter von diesen Einstaffeldingern. Serien sind jetzt gerade so krass im Trend, dass die Produktionen nur so aus dem Boden sprießen. Und es sind geile Sachen dabei, aber ich liebe es auch einfach zu Hause zu sein in einer Serie und 6 oder 7 Staffeln über Wochen und Monate zu haben. Und deswegen habe ich irgendwann an einem Punkt im Winter, wo ich so traurig und melancholisch war, gesagt, nee, ich suche mir jetzt eine raus, die ich schon Jahre gucken will und wo ich auch weiß, dass ich mehrere Staffeln habe. Und dann habe ich zum 2. Mal Prison Break angefangen, weil ich das damals nach einer halben Staffel oder so unterbrochen habe. Und ich weiß, dass ganz viele Menschen, die schon gesehen haben, eben weil sie schon so alt ist. Aber es gibt auch viele Frauen, die, glaube ich, so Männerserien skippen und eher so bei Orange is the New Black sind und nicht so bei Prison Break. Und so könnte man es auch eigentlich beschreiben. Prison Break ist Orange is the New Black in männlich, im Männergefängnis, in besser. Also nein, ich liebe Orange is the New Black, aber Prison Break ist einfach Prison Break. Also wow. Okay, von vorne. Story. Michael Scofield ist ein Statiker. Sein Bruder hat ein bisschen mehr Probleme im Leben und verwickelt sich in so eine Verschwörung von der Regierung und landet unschuldig im Gefängnis. Ja, und Michael Scofield ist ein sehr, sehr hyperintelligenter Mensch, der sich zum Ziel gesetzt hat, mit seinem Bruder aus dem Gefängnis auszubrechen. Also überfällt er eine Bank und ja, wird in das Gefängnis eingewiesen, in dem sein Bruder in der Todeszelle sitzt. Und es ist so spannend, Leute. Es ist so spannend. Ich habe teilweise 3, 4 Folgen am Stück die Luft angehalten, weil es so spannend war. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben etwas gesehen, was über so einen langen Zeitraum so eine Spannung aufbauen kann. Also falls ihr Prison Break noch nicht gesehen habt, guckt es euch an. Und es gibt auch was Schönes zu gucken, weil Michael Scofield ist einfach einer mit der attraktivsten Männer auf diesem Planeten. Kommen wir nun zur letzten Serie und das ist Crazy Ex-Girlfriend. Bei Crazy Ex-Girlfriend geht es um Rebecca. Sie lebt in New York, sie ist eine absolute Karrierefrau, Harvard-Absolventin und sie merkt aber einfach, dass sie nicht glücklich ist. Und dann trifft sie ihren Ex-Freund Josh, mit dem sie einen Sommer mal in einem Sommercamp zusammen war. Und Josh ist total glücklich und sagt, dass sie so gut aussieht und dass ihm ganz schön was entgangen ist und dass er in New York nicht glücklich ist und deswegen zurück in seine Heimatstadt West Covina zieht, weil er dort immer so glücklich gewesen ist. Ja, und Rebecca ist halt das Crazy Ex-Girlfriend und sagt sich, ich bin auch nicht glücklich und ich will Josh heiraten. Er ist die Liebe meines Lebens. Und sie packt ihre Sachen und zieht nach West Covina in irgendeinen Kaff und begibt sich dort auf die Suche nach Josh und versucht einen Weg in sein Leben zu finden. Also jede Frau, die Facebook-Seiten durchstöbert hat und Ex-Freundinnen gestalkt hat, die auf Partys gegangen ist, um jemandem zufällig über den Weg zu laufen, wird diese Serie lieben, weil Rebecca einfach all das tut in noch krasser. Es gibt auch Musical-Einlagen, die ich auch sehr genial finde. Es gibt einen, ich glaube, Mach dich hübsch Song oder so in der 1. oder 2. Folge. Das ist mein absoluter Favorit. Hey Josh, I wanna look good for you tonight. So I'm gonna get in touch with my feminine side. Cause I want my body to be so soft for you. I'm gonna make this night one you'll never forget. Cause boy, I know you like an hourglass silhouette. Ja,
Ich kann es, also es ist lustig, es ist herzlich, es ist schön und ich glaube, jeder, der auf so Serien wie Jane the Virgin und sowas abfährt, der wird diese Serie einfach nur lieben. So Leute, das waren meine Serienempfehlungen. Falls ihr noch weiter stöbern wollt, verlinke ich hier auf jeden Fall noch die Playlist mit all den Serienvideos, die ich jemals gemacht habe. Schreibt mir eure Lieblingsserien, eure neuen Serientipps unten in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben, falls dieses Video euch gefallen hat und falls ihr der Meinung seid auch, ob dieses Format weiterhin bestehen soll. Ich war mir nämlich eine Zeit lang nicht ganz sicher, weil ich dachte, Serien sind so krass im Trend und jetzt gucken so viele Leute Serien. Hast du überhaupt noch etwas Wertvolles dazu zu sagen, Jaco? Oder guckst du nur das, was alle gucken? Ja, genau. Falls ihr der Meinung seid, dieses Format hat eine Daseinsberechtigung, gebt mir mal einen Daumen nach oben oder schreibt mir eure Meinung oder was auch immer. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Ihr seid süß, ihr seid klein. Kleine, kleine Hasenfüßchen. Macht's gut.